Hallo und herzlich willkommen zu Dungeon Talk mit mir, dem Thomas und dem Dennis. Hi! Hallo. Heute in Persona. In Farbe sogar. Wow, fancy shit. Ja. Genau, Tja. Ihr könnt uns jetzt auch sehen, wenn ihr da Bock drauf habt. Für alle, die es jetzt gerade noch auf Spotify hören. YouTube und so gibt es uns jetzt mit Bild. Heißt, wenn ihr jetzt sehen wollt, wie komisch wir aussehen, könnt ihr da hingucken. Falls ihr uns gut aussehend im Kopf habt, dann guckt besser nicht hin, dann könnt ihr das weiterhin so nur im Kopf drin lassen. Ist jetzt. Okay. Tja, 2022. Erste Folge. Neues Jahr, neues Glück. Richtig. Erste Folge, ganz viel neu. Alte Folgen sind im Endeffekt abgeschlossen. Heißt, wir sind durch mit unserem Players Handbook, das wir besprechen wollten. Und fangen jetzt an mit neuen Dingen. Mit was denn? Erzähl mal, Dennis, was unser Plan ist. Tja, im Prinzip ist einfach random Fragen beantworten, random Topics beantworten, einfach random über Dungeons & Dragons labern. Das ist wahr. Genau, also auch hier, wenn ihr Dinge habt, die ihr gerne von uns hören würdet, wo ihr sagt, okay, da und da würde mich interessieren, was der Dennis und der Thomas so drüber denken, dann schreibt uns das. Und wenn ihr wissen wollt, was nur der Thomas drüber denkt, dann schreibt uns auch das. Ja, aber kommt damit klar, dass Dennis dann auch was drüber sagt. Oh ja. Ich werde meinen Senf immer dazugeben. Nee, ansonsten schreibt uns auf Instagram, auf Facebook sind wir nicht, gell? Nein, oh weia, das ist schon sehr lange her, tut mir leid. Ja, Insta, Twitter, unten in die Kommentare. Easy. Schreibt uns da, wo es so cool ist, gerade zu sein. Dennis meint, er macht jetzt doch auch TikTok. Ich bin ein bisschen enttäuscht von ihm. Aber es ist okay. Es ist okay. Hey, eventuell gibt es da so ein paar Clips. Ich weiß nicht, ob man es auf Insta schon gesehen hat oder auf Twitter. Es kommen so kleine Teaser-Sachen mit rein. Ist lustig. Nicht wahr? Mal mehr, mal weniger. Der coole Hammer. Aber ja. Genau. Aber gut, kommen wir heute direkt zum Thema. Wir haben tatsächlich heute ein Thema, das von euch, also aus der Community, kommt. Und zwar geht es darum, wie wir denn so eine Welt erschaffen. Wenn wir so eine ganz neue Kampagne anfangen, bisher gibt es noch gar nichts. Was machen wir? Wie machen wir das? Und ja, was sind so die Unterschiede? Was macht der Dennis? Was mache ich? Genau. Ja, wir werden uns wahrscheinlich ein bisschen unterbrechen, wenn wir da ein bisschen was ergänzen wollen. Daher, Thomas, fang an. Wie startest du? Ja, also prinzipiell hatte ich ja bisher eher so viele kleine Kampagnen und eine wirklich große. Bei der großen habe ich anders angefangen wie bei den restlichen. Da hatte ich im Endeffekt schon im Kopf, okay, das und das soll mein Endgegner sein, den muss ich irgendwo platzieren. Dann habe ich geguckt, okay, welche Länder möchte ich haben, welche Städte möchte ich haben, habe die vorher tatsächlich schon gemacht. Allerdings hier nicht alle Dörfer und so, die es gab, sondern eben schon so in meinem Kopf, das und das ist so die topografische Geschichte, ne? Das ist das Klima dort. Also da habe ich mir wirklich sehr viele Gedanken drüber gemacht. Habe dann tatsächlich einfach mal einen Block und einen Stift genommen, habe irgendwelche Kontinentumrisse gemalt und habe da dann Städte drauf platziert. Jo, war recht aufwendig verglichen mit den kleineren Kampagnen, muss ich sagen. Da mache ich mehr on the fly. Aber auch da war es jetzt nicht so, dass ich, wie gesagt, jedes kleine Dorf geplant habe, sondern einfach nur, ich wusste, die 4-5 Städte brauche ich, weil ich da so Geschehnisse schon in meinem Kopf hatte, die da passieren sollen. Die habe ich dann platziert, ein paar Flüsse durchgezogen, ein paar Straßen durchgezogen und alles, was dann so im Weg in den Straßen passiert ist, das war tatsächlich großteils einfach während die Kampagne lief, dass meine Spieler meinten, okay, wir gehen jetzt da runter und ich hatte jetzt Lust, dass da ein Dorf ist. Dann habe ich das dahin gemacht. Oder die haben irgendeinen angesprochen in einer dieser großen Städte, wo auch der Start natürlich drin war. Und da kam irgendein Dorf zum Thema oder so. Dann habe ich das halt irgendwo hin platziert auf meiner Map. Weil ich es da zumindest so gehandhabt habe, dass meine Spieler am Anfang keine Map bekommen, sondern einfach, ihr seid da in der Stadt, malt euch selber was auf. Gut ist. Okay. So. Ja. Das ist bei der eine. Also diese random Dörfer, die gibt es bei mir beispielsweise jetzt nicht so direkt, sage ich mal. Allerdings
Ja, was heißt random Dörfer? Es gibt halt so eine Ansammlung von 2, 3, 4, 5 Häusern oder sowas, die sich halt dementsprechend, wenn man genau merkt, hier ist halt, das sind 2 Tagesreisen von Stadt zu Stadt, dann ist halt mittendrin, macht es irgendwo Sinn, dass da eine Taverne oder sowas steht. Ja. Dann habe ich das halt damit eingefügt, das ist dann eventuell nicht auf der Karte. Genauso Sachen wie, wenn man seine Welt hat, sage ich mal in Anführungsstrichen, weil ich glaube, die Welt ist nie wirklich beendet gemacht. Nee, Ja, richtig. es ist immer saumäßig nervig, wenn dann in den Backstories von den Spielern eine Stadt oder sowas drinsteht, wo du dann halt sagen musst, ja, die gibt's hier nicht. Nimm doch den Namen, nimm doch den Namen. Nee, da lasse ich mich tatsächlich auch von den Spielern mehr inspirieren. Handhab ich ein bisschen anders. Auch da, was Backstories angeht, natürlich spreche ich mit meinen Spielern viel drüber und will auch viel ermöglichen. Aber ich frage schon, okay, auch direkt, wo kommt ihr denn her? Wo wollt ihr denn herkommen? Und da will ich aber keinen Namen von der Stadt hören oder ähnlichem, sondern einfach so, was ist das denn? Also keine Ahnung, wollt ihr aus einem Berg kommen oder irgendwas Unterirdisches? Und dann überlege ich mir zusammen mit ihm, okay, das und das würde ich jetzt cool finden für meine Welt. Bleiben wir mal bei dieser großen Kampagne, auf die ich mich vorhin bezogen habe. Da war es mir halt schon klar, okay, da drüben gibt es unter diesem Berg mehrere Ebenen, wo verschiedene Rassen auch leben. Dann kann ich dich da reinmachen, kann da entweder meine Hauptstadt schon nehmen, die da ist, oder meine Hauptstadt so anpassen, dass sie in seine Story reinpasst. So habe ich es da zumindest gemacht. Okay. Das heißt, so für, ich sag mal, einen neuen DM in Kurzfassung, Thomas, wie startest du? Wo gehst du hin? Wie beendest du? Okay, also, ich habe ja jetzt erst die frische neue Kampagne mit euch angefangen. Ja. Machen wir das einfach mal als Beispiel, weil ja, bei dem anderen, wie gesagt, war wirklich viel Arbeit drin. Im Vornherein schon. Das ist eher so jetzt ein neuer Ansatz, den ich probiert habe. Da hatte ich einfach nur, okay, wo will ich euch starten lassen? Das war in dem Fall ja relativ klischeehaft, diese Waisenstory mit irgendeinem Waisenhaus. Somit brauchte ich ein Waisenhaus. Da habe ich mir dann drei, vier Leute überlegt, die in diesem Waisenhaus drin sind, habe die da reingestopft. Und dann war das so ein, okay, so ein Waisenhaus steht halt nicht alleine drumherum, was braucht denn so ein Dorf? Beziehungsweise erst mal überlegen, will ich ein Dorf oder will ich eine Stadt? Da war mir relativ schnell klar, ich will eher ein Dorf als eine Stadt haben. Ja, ich glaube, Somit das ist aber reicht's. eh immer so der Standardanfang. Fangt lieber klein an, anstatt zu Genau. groß, weil so ein Dorf braucht halt nicht viel. Das hat was, eine Taverne, eventuell einen Tempel und ein paar Häuser halt, wo man sich halt dazu dichten kann. Was ist es nachher? Wenn die einen Bäcker suchen, ja, das Haus ist ein Bäcker. Cool. So habe ich es da im Endeffekt auch gemacht. Das heißt, es gab das Waisenhaus, es gab eine Taverne. Dann habe ich in die Taverne ein paar Leute gesetzt, habe mir überlegt, okay, was erzählen die euch denn so, wenn ihr die ansprecht? Habe ich mir ein, zwei, drei Sachen überlegt. Ne? Da war dieser eine crazy Typ drin, der behauptet, er ist verflucht, den ihr so ein bisschen ignoriert habt. Und ein, zwei andere, die euch dann noch irgendwas von ja, dem Freudenhaus nebenan erzählt oder erzählt hätten, wenn ihr gefragt hättet. Das hast du dann glücklicherweise selber erforscht. Die waren viel zu teuer. True. Aber ja, also so im Endeffekt. Also mehr so, ich brauche dieses Gebäude mit den Leuten drin und dann brauche ich halt irgendeine Dorfstory außenrum. Und tatsächlich habe ich außer diesem Dorf nichts vorbereitet. Ich hatte so, okay, das ist der Du, zu dem ihr dann wahrscheinlich gehen werdet, weil es euer erster Hint ist. Aber auch da habe ich vorab nicht geplant, wo genau wird der jetzt leben. Ist der jetzt im Norden, Süden, Westen, Osten oder sonst wo? Sondern es war einfach, okay, es gibt diesen Dude, der wird schon irgendein großes Gebäude oder sowas haben, Schloss, Burg, whatever. Yo, that's it. Dann habe ich mir halt noch überlegt, okay, was lebt in diesem Dorf? Sind das alles nur Menschen? Sind das andere Rassen? Ist da jetzt Winter, Sommer, Herbst oder sonst was? Also eben, was für ein Klima haben wir? Das war's. Ja, man muss halt dazu sagen, ist eine recht seichte Ja, Kampagne. voll. Ja. Ist vielleicht auch zu wenig. Du sagst selber, dass halt so Sachen wie mehr Planung nachher halt auch ein bisschen mehr Story bietet, Tiefe reinbringen. sage ich Ja, mal. auf Ja, jeden Fall. Ist genau. tatsächlich auch was mir persönlich mehr Spaß macht, wenn ich mehr Tiefe drin habe, weil ich persönlich es mag.
dass ihr in Sitzung 3 zum Beispiel was erlebt, was in Sitzung 11 dann nicht wichtig wird. Dass wir diese Kampagne jetzt vermutlich nicht haben in dem Ausmaß, ist ja aber auch speziell gewünscht worden, dass es eine eher flache Kampagne wird. Bin gespannt, wie es wird, ob mir das tatsächlich so zusagt oder nicht. Aber darum soll es mal anders gehen. Jetzt mal erst, was die Welt angeht. Also es kann tatsächlich schon ausreichen, rein um anzufangen, dass ihr ein Dorf habt und das war's. Ist aus meiner Sicht halt auch ein bisschen davon abhängig, was seid ihr für ein Typ. Könnt ihr recht viel spontan machen, dass ihr sagt, okay, da war kein Dorf, ich will ein Dorf, Dorf heißt so, das ist jetzt da und fertig. Oder braucht ihr eher so vorbereitete Sachen, weil ihr halt schlecht improvisieren könnt? Kommt ihr immer drauf an? Ja. Nee, also ich muss auch sagen, bevor wir jetzt zu dem kommen, was ich dann, wie ich beginne und beende, ja. Gerade so Sachen wie ein Dorf selber, wenn ihr ganz frisch startet, dann überlegt euch so ein Dorf, macht einen Dorfname rein, das kann ja tatsächlich Bumfuck Nowhere heißen, ist ja scheißegal, wie das Ding heißt. Da starten die Leute. Und meistens, es ist wirklich zu 90% startet ihr in einer Taverne, weil die Leute halt von was weiß ich wo kommen. Macht euch eine Taverne, was braucht eine Taverne, überlegt euch minimal was zu essen, das ist ja wirklich, was hattet ihr zum Mittagessen, Punkt aus, das gibt's jetzt da auch, richtig. Ist wirklich ganz einfach. Dann vielleicht den Namen von dem Tavernenbesitzer, wäre vielleicht möglich, fertig mit der Taverne, mehr braucht das Dorf im Prinzip nicht mehr, den Rest könnt ihr euch tatsächlich on the fly überlegen. So, und für die erste Sitzung würde ich tatsächlich, keine Ahnung, wo wollt ihr sie hinschicken? Was ist der nächste Dungeon? Was ist so die nächste Aufgabe? Und auch da kommen wir, glaube ich, dann später kurz dazu, für was braucht so ein Dungeon, hätte ich gesagt. Ja. Ist tatsächlich auch relativ wenig. Wie gesagt, machen wir dann gleich. Tja, wie plane ich? Hau raus. Ja, ganz, ganz am Anfang habe ich tatsächlich auch alles durchgeplant. Da habe ich tatsächlich, wo sollen die hin? Was können die da machen? Welche Wege können sie einschlagen? Es ist viel zu viel. Viel, viel, viel zu viel. Mit der Welt, die ich jetzt gerade beginne zu erstellen, die ist bei weitem nicht fertig und ich glaube auch nicht, dass ich jemals fertig werde, habe ich tatsächlich angefangen. Was ist denn mein Lieblingsgegner, den ich jetzt noch nicht gespielt habe? Und das ist so die erste Etappe, das wird der Endboss. Und von dem Endboss habe ich runter bis Level 1 im Prinzip so Etappen eingebaut. Ich sag dazu... Also rückwärts im Endeffekt. Genau. Allerdings ist das halt, ja keine Ahnung, der Endboss ist jetzt Endboss in Anführungsstrichen, ist halt für Level 5 bis 6... Ja, vom Spieler ausgelegt. Halt einfach. Genau, ja. Genau. Ja, was hat der für Minions? Wie könnten die da hinkommen? Was ist lustig und wie kriege ich die Leute dazu, einen Band einzugehen, dass die sich halt auch nach dem ersten Arc nicht einfach trennen? Ja. Ja, richtig. So. Was brauchte ich dafür? Das heißt, ich hatte so ein grobes Ding. Was für Gegner will ich haben? Wo könnten die eventuell auftauchen? Und so habe ich mir erstmal so klein, aber fein den Kontinent ganz grob aufgebaut. Da ist jetzt halt tatsächlich, was war da? Das war zwei Dörfer, das war eine größere Stadt, wo halt wirklich in der Stadt war ein Tempel, zwei Tavernen. Das war es am Anfang. Nicht mal einen magischen Itemshop hat das Ding gehabt. Von daher. Magisch. Ja, ja, nein. Gut, ich spiele halt High Fantasy, von daher, da ist es relativ normal, aber... Ja, beim ersten Dorf brauchst du keinen Magier-Shop oder sonst was. So, und wo das Grundgerüst gestanden ist, habe ich das den Spielern, wo ich wusste, die spielen mit mir, das erstmal so als Grundlage gegeben. So, und dann konnten die planen. Während die geplant haben, hatte ich halt persönliche playable Characters, wo ich nie benutzen durfte. Die habe ich natürlich auch reingesetzt. Also das ist so mein Ding, dadurch, dass ich halt dadurch, dass ich halt wirklich viel zu viel DM spiele und nie wirklich als Spieler hinkomme. Ja, ist es halt, ich habe die Idee, ich kann ihn wahrscheinlich nicht spielen, setze ich in meine Kampagne rein. Dann habe ich, während die Spieler sich das halt ihren Charakter überlegt haben, habe ich mir dann den überlegt. Oder 2, 3, 4. Wer weiß. Und dann kamen halt die Ideen von den Spielern.
die natürlich dementsprechend mit eingebaut. Und so hat sich der Kontinent selber im Prinzip mehr oder weniger selber ausgefleischt mit den Ideen der Spielern. Und ja, das ist jetzt halt das, was ich dann halt dazu gemacht habe, weil meins ist einfach keine seichte Kampagne. Es ist tatsächlich sehr, sehr tief. Was heißt sehr, sehr tief? Sehr, sehr tief finde ich es eigentlich auch nicht, aber ja. Das heißt, es ist schon deeper. Es geht schon auch mehr auf Backstories ein. Ja. Es geht mehr auf Hintergründe ein. Das ist halt all das, was bei meiner, sage ich jetzt mal, jetzigen Kampagne bewusst alles weggelassen wurde. Also nichts, was irgendwie in die Tiefe geht, nichts, was irgendwie Hintergrund hat, viel genau. oder sowas. Alles weg, sondern wirklich nur rein rudimentär. Ihr spielt. Ja. Bam. Ja. So, und jetzt ist halt die Sache, alles, was ich jetzt ja geplant habe, war nichts von der Backstories von den anderen. Jetzt picke ich mir halt lauter so kleine Hinweise aus den Backstories, die ich pro Session immer so wieder wie so ein bisschen Salz und Pfeffer reinschmeiße. Was ist halt ein bisschen dann, ja, das Schöne an den Spielern, die ich gerade habe, ist, dass die Backstories sich ein bisschen verflechten lassen, was halt saumäßig lustig ist, weil voneinander wissen sie so gut wie nix. Und dann kam, ja, den Typen kenne ich auch. Woher kennst du den Typen bitte? Was dann halt wirklich die Gespräche auch unter den Spielern einfach fördert. Was mega, mega cool war, weil ich dann halt als DM mehr Zeit während dem Spielen habe, um mir andere Sachen auszudenken und lauter solche Sachen, Sachen vorbereiten und so Sachen. War halt mega cool. Also jetzt stand halt wirklich der erste Arc mit so ein bisschen Pfeffer und den Pfeffer, den verfolge ich ja natürlich auch. Wo geht's nach dem ersten Arc hin? So, und weiter bin ich tatsächlich noch nicht. Bedeutet, es steht ein Kontinent. Die anderen Kontinente stehen zwar gezeichnet da, aber das war's. Aber es steht auch noch nicht gefüllt. Ja, ich finde eh, das ist das Sinnvollste, weil deine Welt verändert sich ja auch mit dem Spiel. Also jetzt nicht, dass die Spieler unbedingt großen Einfluss auf die Welt und auf das Geschehen dort haben, sondern eben, du spielst was, dann kommst du auf eine neue Idee, dann willst du dir irgendwo einbauen. Ne? Wenn du jetzt schon alles vorgeplant hast, schränkst du dich ja selber ein bisschen ein von deiner Freiheit einfach als DM, deiner Kreativität. Deshalb, ja, finde ich auch, man muss nicht so viel planen, wie jetzt ich bei der ersten Kampagne gemacht habe, weil wie gesagt, es hat mich teilweise ja halt doch eingeschränkt. Deshalb, wie du schon sagst, weniger ist manchmal mehr. Natürlich ist es ein großer Vorteil aus meiner Sicht, wenn du Spieler hast, die du nicht die ganze Zeit an die Hand nehmen musst, also wo zwischendrin auch einfach mal Konversation entsteht und du somit als DM ein bisschen Zeit hast, einfach was zu planen. Ja, das auf jeden Fall. Weil ich halt dann sagen kann, okay, shit, ich will jetzt da hinschicken, ich habe da jetzt noch keinen Dungeon wirklich drin und der, den ich vielleicht vorbereitet habe, der passt aus Grund XY vielleicht nicht oder sowas. Dann mache ich hier kurz eine Rastszene rein und meine Spieler unterhalten sich jetzt eh mal für 10 Minuten. Weil sie Informationen austauschen möchten, weil sie keine Ahnung. Und das ist halt alles in Character passiert. Und dann hast du als DM eben Zeit, okay, in diesen 10 Minuten höre ich mit einem Ohr zu, was die so sagen, falls ich was hinzufügen möchte. Und mit dem anderen Ohr und meinen Händen etc. pp. Erstelle ich kurz einen kleinen Dungeon. Ja. Geht halt auch. Ist tatsächlich so. Gerade auch so Sachen wie Ideen. Also, ich klaue mir alles aus Büchern, aus Filmen, aus Videospielen. Und das ist halt genau das, wo ich angefangen habe zu planen für meine jetzige Welt, hatte ich Final Fantasy 14 noch nicht gezockt. Da kam jetzt die neue Expansion raus, keine Werbung, aber das Spiel ist mega, mega geil. Keine Werbung, aber es ist geil. Momentan wird es nicht verkauft, weil ja, es sind zu viele verkauft worden und der Producer ist ein bisschen, ja, er wollte seine Spieler nicht enttäuschen, weil einfach die Warteschlangen einfach viel zu lang waren. Ah. Er hat sogar 7 Tage extra draufgegeben, ohne dass du zahlen musst und so Sachen. Also, ja, okay. der ist relativ community-nah. Und, cool. Die Welt, was sie dort erstellt haben, das Writing selber, ist einfach so phänomenal geil. Und ich will davon halt was in meine Welt mit einbauen. Wäre meine Welt jetzt schon gestanden, könnte ich das nicht tun. Ja, das ist das, was ich meinte. Man schränkt sich selber zu sehr ein, wenn man wirklich alles durchplant. Genau. Deshalb lasst Platz auf eurer Landkarte noch für Dinge, die einfach neu sind.
Ich meine, selbst bei dieser alles durchgeplanten Kampagne habe ich da noch Sachen dazu erfunden. Da gab es dann plötzlich einen Vulkan, der vorher nicht da, eine Insel, die vorher nicht da war, ja, etc. pp. Weil ich sie halt einfach storyline-technisch jetzt cool fand und einfach da haben wollte. Und dann gab es es halt. Und wenn ich halt wirklich schon, meine Spieler haben schon eine Map etc. pp. Habe, wird es halt schwierig zu sagen, ja, da ist aber übrigens eine Insel, die hat bisher keiner gefunden, weil Grund irgendwie manchmal auch an den Haaren herbeigezogen. Gut, ich sag da halt auch immer dazu, solche Maps oder solche Weltkarten oder was weiß ich, ist von irgendjemand gezeichnet worden. Ja, der konnte das halt nicht wissen. Meistens steht dann auch irgendwas drauf oder sowas. Ist ja alles möglich. Aber ja, gerade, du hast es gerade angesprochen, was du halt cool findest, das baust du mit ein. Und meistens ist es halt wirklich so, wenn du mit Freunden spielst, die finden halt meistens auch das gleiche cool wie du. Richtig. Daher, ja, ist halt ein Schritt nach dem anderen. Wenn du das mega, mega cool findest, bau es ein. Also, selbst wenn sie es überspringen, kannst du es später wieder einbauen. Das ist einfach. Das ist sowieso sowas, was ich sehr wichtig finde. So dieses, wenn du was planst und deine Spieler scheißen erstmal drauf in dem Moment, also weil sie dann vorbeilaufen oder sowas, die wissen das ja nicht, dass es geplant ist, verwirft es nicht. Ich meine, wenn du da einen Dungeon geplant hast und die ignorieren den halt, ja, dann lass ihn sie ignorieren, aber dann nimm halt den Dungeon und mach ihn halt, wenn er da war, dann dahin. Ist ja wurscht, das wissen die ja nicht. Somit, du kannst dein Zeugs ja reusen, wenn es nicht benutzt wurde. Das ist ja kein Thema. Das ist halt genau das Geheimnis von jedem DM. Die Spieler haben keine Ahnung, was du vorbereitet hast. Ob das jetzt da oder da kommt, komplett egal. Selbst wenn sie dir einen NPC, der eigentlich dafür gedacht war, mit denen Informationen auszutauschen, wenn sie den einfach direkt hinterrücks Sneak Attack töten. Ja, dann war das halt ein random Dude. In der Taverne sitzt der andere, der hat plötzlich die gleichen Informationen, den anderen gab es halt nie, fertig, aus. Das ist, ja. Zum Beispiel. Ist, richtig. Ja. Seid da auf jeden Fall, keine Ahnung. Richtig. Wenn ihr bestimmte Informationen teilen wollt, dann kriegt ihr das auf jeden Fall hin, egal welcher NPC das nachher ist. Genau. Was ich persönlich am wichtigsten finde, das habe ich dir gestern oder so schon gesagt, ist, dass ihr eure Welt geil finden müsst. Aus meiner Sicht. Ja. Wenn ich irgendwas bastle, wo ich sage, oh, das musste ich da jetzt reinmachen, weil Grund, aber eigentlich finde ich es kacke, und dann ist schon nix. Dann könnt ihr das nicht mit Begeisterung rüberbringen, somit haben eure Spieler keinen Spaß und es wird nichts. Ihr müsst geil finden, was ihr da reinmacht. Dann, finde ich, kannst du es super rüberbringen, dann kannst du es auch erklären, dann fällt es dir auch leichter zu improvisieren, ne? Wenn du sagst, okay, ich habe da so ein Dorf, da wohnt vielleicht Zauberer XY drin, weil den habe ich aus irgendeinem Film gezogen oder sowas, den fand ich cool, den habe ich da reingemacht. Und jetzt kommt, ja, aber wie genau sieht denn sein Haus aus? Wenn du selber schon denkst, ja, keine Ahnung, ist halt so ein nerviger Dude, der ist halt da, keine Ahnung, eigentlich habe ich gar keinen Bock, dann kannst du dir auch in deinem Geist oder vor deinem geistigen Auge nicht vorstellen, wie lebt der. Wenn du jetzt aber einen hast, wo du sagst, hey, der ist voll geil, ich finde den Charakter super, der macht mir saumäßig Spaß, ja, dann hast du selber in deinem Kopf ja schon, okay, wenn ich da jetzt hingehe, wie sieht's denn aus bei dem? Und dann kannst du es auch viel leichter beschreiben, somit machst du es viel leichter lebhaft für deine Spieler und dann wird es auch viel geiler. Ja, und auch so Sachen, was könnte denn in der nächsten Session passieren? Was könnte cool sein? Was könnten deine Spieler cool finden, was du selber auch cool findest? Also der Tisch muss am Ende Spaß haben und der DM sitzt halt mit am Tisch. Und ja, es genau so funktioniert es halt. Und es ist DMs oder Spieler, guckt einfach, dass ihr DMt. Glaubt mir, probiert eine Session aus, einfach nur ein One-Shot oder sonst irgendwas. Es ist gar nicht so schwer. Richtig. Und guckt dann im Schluss, wie der Dennis schon sagt, alle Spaß dabei haben. Das heißt, Spieler, geht euren DMs nicht auf den Sack. DMs macht euren Spielern das Leben nicht zu schwer. Natürlich muss es eine Herausforderung sein, natürlich soll auch ein bisschen was Kniffliges drin sein, aber am Ende, ihr spielt nicht gegeneinander, ihr spielt miteinander und dann haben alle Spaß, dann ist es auch cool. Aber jetzt haben wir viel gelabert, was wir so machen am Anfang. Ich fände es noch cool, wenn wir jetzt irgendwas reinbringen mit so, okay, wenn ich jetzt frisch DM bin und ich will jetzt einen One-Shot machen, was muss ich denn vorbereiten, wenn ich was Eigenes haben will? Auch raus. Also ich würde sagen, aber du darfst mich jetzt gerne ergänzen, wenn ich jetzt neu wäre und ich will einen One-Shot machen, mache ich mir ein Dorf mit mindestens drei Gebäuden drin, die relevant sind, würde ich sagen. Damit, die kann ich auch versetzen, also einfach nur sind drei Gebäude, die ich plane. Lass es, keine Ahnung, eine Taverne, ein Laden und ein Rathaus sein oder so. Okay.
beispielhaft. Ne? Da überlege ich mir dann vielleicht pro Ding noch 2 NPCs. Dann habe ich, nee, nicht mal. Ich überlege mir 4 NPCs, die kann ich ja dann auch wieder setzen, wie ich will. Ja. Und dann würde ich mir einen Dungeon überlegen. Einen Dungeon oder eine Aufgabe, ja. Also die Spieler, ja, brauchen gut, also eine Aufgabe, hätte ich gesagt. Dungeon, ja, im Sinn von, wo meine Spieler hingehen und da passiert was. Ob das jetzt im Wald ist und da passiert was, dann mache ich dieses Waldszenario halt als Dungeon. Genau. Ob ich sage, das ist eine Höhle, dann ist es halt tatsächlich ein Dungeon. Oder ein Gebäude, wo sie reingehen und dann im Keller Stock 1, Stock 2, Stock 3 irgendwas durchlaufen. Aber irgendetwas, wie du sagst, genau, Aufgabe klingt ganz gut, wo sie hingehen können und da passiert was. Wo entsprechende Encounter drin sind, da würde ich so 2 bis 3 mal planen. Mit einem kleinen Endboss vielleicht. Genau. Gut, und darum stricke ich irgendeine kleine Geschichte. So hätte ich es auch gesagt. Also meistens hätte ich gesagt, ja, für einen One-Shot, ihr spielt jetzt halt Abenteurer. Hm. Die treffen sich in der Taverne. Fertig. Ihr kennt euch schon, Punkt aus. Stellt euch einmal vor, sagt, wie ihr heißt, wie ihr aussieht. Und dann kommt halt ein NPC und sagt euch, verpackt, wie sieht die Aufgabe aus. Also keine Ahnung, ja, meine Tochter ist vermisst, ist entführt worden, bla bla bla. Und da kommt dann halt der Dungeon. Jo. Und ja, da geht ja alles. Das war's. Ganz ehrlich, bei einem One-Shot kann man ja relativ klassisch gehen, wie du schon sagst, Tochter ist vermisst. Oder, keine Ahnung, Holzfäller Hector kam zurück mit abgerissenem Bein, weil ihn Monster XY angegriffen hat. Bam, genau. Aufgabe. Fertig. Genau, dann, wenn ihr mehrere Informationen über manche Dinge wollt, deshalb eben, wie gesagt, so 4 NPCs oder sowas, die ihr plant, könnt ihr sagen, ja, keine Ahnung, der Bürgermeister im Rathaus, der hat eine Belohnung drauf ausgesetzt, wenn ihr dieses Monster, was im Hektors Bein abgerissen hat, tötet. Dann geht man dahin, redet noch kurz mit dem, hat somit seine Quest mit Belohnung und auf geht's. Genau, und wenn ihr es tatsächlich etwas, ich sag mal, deeper haben wollt, dann streut so ein paar zwielichtige Sachen noch an die einzelnen Spieler raus, sodass die paar Spieler wissen das, ein paar Spieler wissen das und der und der und der weiß halt das, der andere weiß das, der andere weiß das. So intrigieren sie vielleicht noch während einem One-Shot miteinander. Mhm. Wichtig ist da dazu sozusagen, dass halt der One-Shot ist dann tatsächlich ein One-Shot, der kann nicht weitergeführt werden, weil meistens bringen sie sich dann halt früher oder später gegenseitig um. Ja, deshalb ist die Sache, wenn ich sage, das ist ein One-Shot, der vielleicht zur Kampagne wird, dann würde ich das nicht machen. Geschichten können nur bis zum gewissen Grad, genau. Nur bis zum gewissen Grad drin sein. Wenn es tatsächlich so ein ist, ja, das ist ein One-Shot, der ist heute Abend und wenn sie es nicht durchschaffen, vielleicht noch an einem weiteren Abend, aber dann ist Sense. Ja. Dann kann man so Intrigen und gegenseitig umbringen, Sachen vielleicht auch mit reinmachen, dann ist es in Ordnung. Selbes gilt eben auch für das Thema, was bindet meine Gruppe aneinander. Wenn ich einen One-Shot habe, dann brauche ich nichts, was die jetzt am Schluss zusammenbindet. Die haben eine Aufgabe, die erledigen sie zusammen und dann ist fertig. Ja. Ne? Da gibt es nichts, wir haben jetzt ein größeres, höheres Ziel, da braucht ihr das alles nicht. Und für den ersten Versuch, DM zu sein, behaupte ich, reicht so ein One-Shot auch easy aus. Genau, also wenn ihr tatsächlich einfach nur ausprobieren wollt, wie ist es im DM-Stuhl zu sitzen, dann macht es euch ganz einfach hier. Nehmt ein Dorf, wie der Thomas schon sagt, 2, 3, 4 NPCs, eine Aufgabe, einen kleinen Dungeon, fertig. Das war's. Genau. Und dann halt wirklich, wenn's lustig ist, perfekt. Das war's. Mehr braucht man wirklich nicht. Und das richtige Mindset dazu. Also nicht ein... Ich meine, ihr plant logischerweise im Kopf ein bisschen was. Ne? Ihr plant ja, auch wenn ihr sagt, ich will die freilassen, ihr plant trotzdem, das und das machen sie wahrscheinlich, das und das, da gehen sie hin. Wenn sie es nicht tun, gut, genau das soll sein. Spieler ja. sollen nicht nur machen, was ihr denkt, sondern die sollen einfach tun, worauf sie Bock haben, wie sie selber drauf kommen, etc. pp. Am Schluss geht es darum, nicht, dass dein Plan aufgeht, sondern dass du Spaß dabei hattest. Genau, also das wenn sie anfangen, beispielsweise Mörder zu hobeln und einfach die Taverne umzubringen, hey, dann wird's halt sowas, dass dann ein paar Wachen kommen oder die Miliz und dann müssen sie gegen die halt fighten und dann müssen sie eventuell aus dem Knast ausbrechen, dann habt ihr halt so einen One-Shot. Möglich. Ja, wobei ich da schon sage, ja, so ein One-Shot wäre jetzt easy für uns beide zu machen. Ja. So, wenn es komplett gegen alles geht. Für den ersten sage ich aber, hey, nee. Ja, muss nicht sein. Da müssen auch die Spieler dementsprechend mitmachen. Ich wollte gerade sagen, auch da
auch die Spieler sollten sich im Klaren darüber sein, hey, das ist jetzt das erste Mal, dass dieser Dude oder diese Dudette DM ist. Geht ihn nicht auf den Sack. Nee, es ist ja so, ganz ehrlich. Wenn ich hab, meine Abenteurer sind in Taverne, da kommt einer, da hinten ist ein Monster, das hat einen angegriffen, der Bürgermeister, wie gesagt, gibt eine Belohnung für aus. Ja, dann sollte jeder, der Spieler ist, verstehen, okay, mein DM möchte gerade, dass ich dieses Ding annehme. Bei einer Kampagne mit einem erfahrenen DM kann ich dann zwischendrin auch sagen, ja, habe jetzt aber keinen Bock drauf, weil ich habe hier noch 5 andere Quests, ich gehe dahin. Wenn es aber ein One-Shot ist mit einem DM, der das erste Mal DMt, ja, ihr versteht doch, was er jetzt gerade von euch will, dann macht's halt auch. True. Ja. Ich meine, ich finde, wie gesagt, am Schluss sollen alle Spaß haben. Und so dieses, ha, ich kann jetzt aber entscheiden, dass ich gar nicht mache, was der DM jetzt will. Ja, das ist auch mal lustig, wenn ihr einen DM da sitzen habt, der jetzt schon ein paar Kampagnen gemacht hat. Aber wenn das ein Frischling ist, der das erste Mal macht, ja, wie gesagt, geht euch nicht gegenseitig auf den Sack, was soll denn das? Hey, eventuell findet ihr wirklich dadurch einen DM, der euch öfters ein Spiel DM. Das ist halt... Richtig, ja. Deshalb geht ihm nicht auf den Sack. Ja. Aber ja. Tja. Oh, aber dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Richtig. Für alle, die bis jetzt da geblieben sind, vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, wir hören und sehen uns dann nächste Woche. Ich hoffe, wir hoffen, dass euch so dieses Format auch gefällt. Das wird jetzt häufiger kommen. deshalb gebt uns gerne Feedback, wie es euch gefallen hat, ob ihr was ein bisschen anders möchtet oder nicht. Und wie der Dennis schon sagt, dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche. Ciao, ciao. Bye.